Also bei vielen Patienten ist es so, dass man eben nicht mehr so stark an den Problemen haftet und nicht mehr so in der Grübelei verhaftet ist und so ein bisschen mehr Distanz auch zur Problematik bekommt. Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psycho Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blomberg Privatkliniken und wir sind heute zu Gast bei Herrn Erik Goldenthal, Chefarzt in der Blomberg Tagesklinik und Ambulanz in Frankfurt am Main. Und unser Thema für euch heute ist, dass wir mit Herrn Goldenthal über die Behandlung der schweren Depression mit Esketamin, einem Ketaminabkömmling sprechen, einem Nasenspray, und wir befassen uns dann mit der Wirkung, den Nebenwirkungen und natürlich berichten wir auch über den aktuellen Stand der Forschung zu dieser Behandlungsmethode. Insofern wird das jetzt interessant für alle die, die mit der schweren Depression vielleicht schon länger zu kämpfen haben. Herr Goldenthal, danke, dass Sie für uns heute Zeit haben. Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, würden Sie sich für unsere ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen? Es sind ja nicht alle beim Podcast so oft dabei, vielleicht wir haben schon mal das Vergnügen gehabt, aber vielleicht noch mal ganz kurz. Wer sind Sie? Mein Name ist Erik Goldenthal. Ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und bin der Chefarzt von der Blomberg Klinik in Frankfurt. Das ist eine Tagesklinik und Ambulanz und bin jetzt mittlerweile seit Anfang des Jahres hier mit dabei. War vorher lange Zeit in zwei verschiedenen Kliniken tätig. Erstmal 12 Jahre lang im Markus-Krankenhaus hier in Frankfurt, in einem akademischen Lehrkrankenhaus und dann 12 Jahre in der Privatklinik Dr. Hamelung in Königstein. Und ja, bin jetzt sehr glücklich seit ungefähr einem Jahr in der Blomberg-Klinik. Okay, gut, heute ist ja unser Thema primär das Esketamin, also das Nasenspray. Aber wir fangen vielleicht mal an für alle, die jetzt mit der Pharmakologie nicht so tief bewandert sind oder sich dafür auch noch nie so doll interessiert haben. Was ist das überhaupt? Also was ist denn Ketamin und dann der Abkömmling Esketamin? Was ist das? Also das Ketamin ist mittlerweile seit Anfang der 60er Jahre bekannt. Ursprünglich ist es mal entwickelt worden als eine Alternative zu PCP. Ja, also der eigentlich was, was man kennt als Angel Dust, also ein Medikament, eine Droge, das dazu führt, dass man ja neben so einem allgemeinen bewusstseinserweiternden Effekt auch eine Schmerzreduktion hat und auch so ein bisschen abgespalten ist von eigenen Empfindungen und Gefühlen. Und man hat dann gemerkt, ja, das hat eigentlich einen ganz guten anästhetischen, narkotischen Effekt, diese Art von Substanz, und hat dann das weiterentwickelt. Und dabei ist dann das Ketamin herausgekommen. Also das wurde dann ja, entdeckt in dem Sinne oder entwickelt. Also anästhetisch, das heißt, es wurde erstmal in der Notfallmedizin viel verwendet. Also abgesehen Genau. davon, dass es als Droge missbraucht wurde, aber da wollen wir ja heute nicht hingehen. Aber es ist erstmal im medizinischen Bereich für Anästhesie und Notfallmedizin eingesetzt worden. Ganz genau. Also die Entwicklung war Anfang der 60er und der breitere Einsatz war dann in den 70er Jahren. Mittlerweile ist aber schon seit ungefähr 20 Jahren auch bekannt, dass das durchaus eine Wirkung hat gegen eine schwere behandlungsresistente Depression. Da kenne ich das Ketamin dann eher so als Infusionstherapie, ne, dass man das als Infusionen einsetzt. Vielleicht können Sie nur ganz kurz was zu sagen. Wie muss man sich das vorstellen? Erstmals hat man es als Infusion eingesetzt, als Ketamin. Das Ketamin ist eigentlich ein Gemisch aus dem Esketamin und dem R-Ketamin. Das sind zwei Enantiomere einer Substanz. Man muss sich ein bisschen so vorstellen wie die rechte und linke Hand. Die sind zwar eigentlich sehr ähnlich, aber irgendwie spiegelbildlich nicht ganz identisch. Und das Esketamin, also die eine Form von den beiden, hat eine deutlich stärkere Wirksamkeit am Rezeptor, also an der Stelle, wo es eigentlich wirken soll, als die R-Form. Und das ließ sich dann gut nutzen fürs Nasenspray. Das heißt, man musste das dann nicht mehr als Infusion geben, sondern kann das als Nasenspray einsetzen. Das ist in der Handhabung natürlich einfacher und es ist auch von den Nebenwirkungen her ein bisschen besser zu handhaben zumindest, weil die Nebenwirkungen auch nicht ganz so stark sind wie von der intravenösen Gabe. Also ich muss mir das vorstellen, vor längerer Zeit hat man primär erstmal die Infusionen gegeben. Das war sicher aufwendiger, weil man das ja im Krankenhaus machen muss und so. Und jetzt hat man praktisch in neuerer Zeit, ich glaube vor 5 Jahren ungefähr ist das zugelassen worden, ne, dass das Esketamin jetzt als Nasenspray appliziert oder gegeben werden kann.
Okay. Wirkt das jetzt genauso gut wie die Infusion? Muss ich mir das genau, also ist das jetzt so, dass ich mich entscheiden müsste als Patient, ich gehe jetzt doch lieber in das Krankenhaus und lasse mir eine Infusion geben? Oder würde man sagen, das andere, das Nasenspray, hat eigentlich den gleichen guten Effekt? Also es ist mittlerweile so, dass ja das Nasenspray eine Zulassung hat zur Behandlung einer schweren therapieresistenten Depression. Das bedeutet, wenn Patienten auf zwei verschiedene antidepressive Medikamente nicht ausreichend angesprochen haben, dann ist eine Behandlung auch mit einem zusätzlichen Verfahren gerechtfertigt. Das kann sowas sein wie zum Beispiel die Elektrokampftherapie. Das ist aber auch das Esketamin-Nasenspray. Und dafür gibt es dann tatsächlich eine Zulassung. Bei der Infusionsbehandlung mit Ketamin ist das anders. Das wäre immer eine Off-Label-Behandlung. Das heißt, das ist eine Behandlungsform, die vom Hersteller eigentlich so nicht zugelassen ist. Das Ketamin als Infusion ist eigentlich als Narkosemittel zugelassen. Okay, also das hat man praktisch aus der Not geboren. Es war nicht zugelassen, aber man hat damit festgestellt, es hat tolle Effekte in der Infusionstherapie. Das ist aber nicht, eigentlich nicht leitliniengerecht sozusagen, das einzusetzen. Aber das Nasenspray wiederum ist jetzt ein zugelassenes und leitliniengerechtes Therapieverfahren bei der schweren Depression, die eben schon mit zwei Medikamenten nicht klarkam, also zwei Antidepressiva. Also damit haben wir ja schon gesagt, für wen es geeignet ist. Ist es noch für andere Diagnosen zugelassen oder nur in Anführungsstrichen erstmal jetzt für diese? Es ist tatsächlich jetzt erstmal nur zugelassen für die schwere therapieresistente Depression und als eine Art Notfallmedikament zur Behandlung von einer Notsituation im Rahmen einer Depression. Also beispielsweise, wenn jemand aufgrund der Depression Suizidgedanken hat oder aufgrund der Depression nicht genug Nahrung zu sich nimmt. Dann gibt es auch eine Indikation für die Behandlung mit dem Esketamin-Nasenspray, aber das sind eigentlich schon die beiden einzigen Bereiche. Es gibt da auch tatsächlich im Moment spannende Forschung, so im Bereich als Medikament bei Patienten mit Depressionen und chronifizierten Schmerzen. Aber eine Zulassung gegen chronifizierte Schmerzen gibt es da jetzt noch nicht. Das heißt ja, wenn ich jetzt hier richtig zuhöre, da das ja auch in dieser Akutsituation eingesetzt wird, erwarte ich da auch eine etwas schnellere Wirkung. Bei den Antidepressiva, die man so oral, also über den Mund gibt, haben wir ja oft das Problem, dass es 1, 2 Wochen dauert, bis da eine Wirkung einsetzt. Wie ist es denn bei dem Nasenspray? Da ist es so, dass die Patientinnen und Patienten teilweise schon nach der ersten Gabe eine Verbesserung merken. Also das ist tatsächlich deutlich anders als sonst bei den antidepressiven Medikamenten, wo man 2, 3 Wochen meistens warten muss. Es ist hier manchmal schon nach der ersten Gabe eine Verbesserung da. Und in den meisten Fällen sieht man im Rahmen von der Behandlungsserie, das sind so die ersten 4 Wochen, wo man zweimal wöchentlich eine Behandlung durchführt. Da hat sich auf jeden Fall ein deutlicher Nutzen gezeigt. Deswegen ist das auch von diesem gemeinsamen Bundesausschuss mittlerweile empfohlen worden, dass die gesetzlichen Versicherungen zum Beispiel auch die Kosten übernehmen für das Ah ja, das ist ein Medikament. wichtiger Punkt. Das heißt dann, dieser Ausschuss ist ja recht streng, der lässt ja in der Regel nichts bezahlen, was nicht wirklich eine Wirkung hat. Also kann man davon schon mal ausgehen. Auf die Kosten würde ich gleich nochmal kommen. Ich würde gern nochmal darauf kommen. Also die Wirkung heißt, dass es diese typischen Symptome der Depression, also diese Stimmung, die Antriebsschwäche und solche Dinge besonders behandelt. Gibt es irgendwas, wo man sagt, das wird nicht so gut davon abgeholt? Irgendeine Symptomlage, die man damit nicht so abdeckt? Oder kann man das sagen, dass es grundsätzlich einfach eine Riesenerleichterung ist für die Depressive? Das ist jetzt mal individuell natürlich erstmal sehr unterschiedlich. Zum einen ist es ja so, dass nicht jeder Patient die gleichen Symptome der Depression verspürt. Und zum anderen bessern sich auch nicht alle Symptome im gleichen Maße gleichzeitig. Das kennen wir ja schon relativ lange aus unseren Behandlungen, dass sich zum Beispiel vor allem morgendliche Antriebsstörungen deutlich langsamer bessern als die Stimmung am Nachmittag. Und das ist mit dem Esketamin natürlich nicht anders. Man sollte diese Behandlungsserie von den ersten 4 Wochen erstmal überblicken, um dann zu schauen, hat der Patient davon einen Zusatznutzen? Denn man gibt das tatsächlich zu einem antidepressiven Medikament dazu. Also das bedeutet, man macht nicht eine isolierte Behandlung mit Esketamin-Nasenspray, sondern der Patient muss vorher auch behandelt worden sein, beziehungsweise hat auch parallel eine Behandlung mit entweder einem SSRI oder einem SNRI. Das eine sind serotonerge Antidepressiva, das andere serotonerge und noradrenerge Antidepressiva. Und
diese Behandlung mit einem dieser Medikamente läuft auch weiter. Das bedeutet, okay, man sollte das parallel machen. Wie muss ich mir denn das jetzt vorstellen, dass ich das mir sozusagen verabreichen lasse oder selbst verabreiche? Wie oft muss das sein? Welche Dosierung? Also wie viele von diesen Sprühstößen mit dem Nasenspray würde ich denn anwenden? Wie viele Wochen lang? Wie ist denn da die Dosierung sozusagen? Also erstmal muss man ganz klar sagen, dass man das nicht in Eigenregie macht, sondern das wird von einer Psychiaterin, einem Psychiater verordnet und dann unter ärztlicher Kontrolle dann auch verabreicht. Das heißt, man macht das zum Beispiel im Rahmen einer stationären Behandlung oder im Rahmen einer tagesklinischen Behandlung oder jetzt tatsächlich seit letztem Jahr auch in einer ambulanten Behandlung. Das war ja vorher so nicht vorgesehen gewesen, aber mittlerweile ist auch das erlaubt, dass das in der Praxis durchgeführt wird. Aber alleine zu Hause geht es nicht. Der Patient bekommt das auch nicht ausgehändigt zum Mitnehmen nach Hause, sondern das wird dann wirklich in der Praxis oder in der Klinik gemacht. Und zwar zweimal die Woche. Das heißt, es sind dann zwei Behandlungstage in der Woche. Der Aufwand ist nicht riesengroß. Wichtig ist zu beachten, 2 Stunden davor sollte man nichts mehr gegessen haben. Und man sollte auch, bevor man jetzt das Nasenspray anwendet, vorher nochmal die Nase putzen. Wenn man jetzt schwer erkältet ist, dann ist es auch eher ein bisschen schwierig. Ja. Und man macht dann erstmal bei der ersten Sitzung eine Behandlung mit einem Spray, wartet ein paar Minuten auch ab und gibt dann den zweiten Spray. Man kann die Dosierung auch auf bis zu 3 Sprays pro Behandlung erhöhen. Mhm, okay. Das bedeutet, in der Regel sind das 4 Wochen, a 2 Behandlungen mit jeweils 2 bis 3 Nasensprays. Okay, und das hat ja eben auch schon danach geklungen, dass man das ja, man soll ja, soweit ich weiß, den Patienten auf jeden Fall eine Weile beobachten und in der Praxis Minimum 40 Minuten. Ich hatte auch noch mal gelesen, dass wir ja auch Blutdruck messen sollen. Und da kommen wir auch schon zu den Nebenwirkungen. Was sind denn so die Nebenwirkungen? Warum muss der so lange beobachtet werden, die Patientin sozusagen? Und wieso misst man Blutdruck? Also das hängt tatsächlich von den Nebenwirkungen ab, die das Medikament haben kann. Das eine ist, es kann ein Blutdruckanstieg erfolgen, also der Blutdruck kann ansteigen. Ein besonderes Risiko ist es bei Patienten, die schon an einem Bluthochdruck leiden und wo der Blutdruck eventuell auch schlecht eingestellt ist oder die ein besonderes Risiko haben, wenn der Blutdruck sich erhöht. Das heißt, Patienten, die zum Beispiel schon mal einen Hirninfarkt hatten, eine Gehirnblutung hatten oder Ähnliches, sind dafür nicht besonders gut geeignet. Oder Patienten, wo ein Aneurysma bekannt ist, das ist eine Aussackung eines Blutgefäßes, das durch einen plötzlichen starken Blutdruckanstieg vielleicht auch reißen könnte, die sind dafür auch nicht geeignet. Das ist so die eine wesentliche Nebenwirkung. Deswegen misst man auch direkt vor der Anwendung nochmal Blutdruck und auch nach 40 Minuten. Ich kenne das aus der Behandlung auch so, dass wir die Patienten nicht nur 40 Minuten, sondern eigentlich auch 90 Minuten dann ein bisschen nachbeobachtet haben und auch zum Schluss der 90 Minuten nochmal Blutdruck gemessen haben. Das ist zwar jetzt nicht so vorgegeben, ich würde es aber eher empfehlen. Mhm. Okay, das mit was für Nebenwirkungen? Genau, müsste ich noch rechnen. Genau, das andere ist, worauf man achten muss, das Medikament kann zu so ein bisschen Benommenheit führen. Ja, das kann zu ein bisschen Schwindel oder Benommenheit führen. Dadurch sollte der Patient auch bei der Behandlung gemütlich sitzen, am besten in irgendeinem Liegesessel oder so, wo man den Kopf auch auflegen kann hinten. Und es müsste auch eine ruhige Umgebung sein. Und da kommen wir auch gleich zur nächsten möglichen Nebenwirkung. Das Medikament kann dazu führen, dass man so ein Gefühl von Unwirklichkeit verspürt, also ein Derealisations- oder Depersonalisationserleben, dass man plötzlich das Gefühl hat, man ist so gar nicht man selbst oder ist nicht im eigenen Körper oder der Arm gehört gar nicht zu einem. Das ist aus meiner Erfahrung bei dem Nasenspray eher selten und wenn, dann eher schwächer ausgeprägt. Als Infusionsbehandlung war das deutlich stärker ausgeprägt. Ja, und deswegen sollten wir auch für eine eher ruhige Umgebung sorgen. Das heißt, es geht jetzt nicht in einem Durchgangszimmer, wo alle mal durchmarschieren und irgendwas suchen, sondern das ist klar, dass für die Zeit der Behandlung und der Beobachtung der Patient auch ein bisschen Ruhe haben sollte. Okay, jetzt haben Sie ja eben erklärt, dass diese
Nebenwirkungen eben sind, dass man sozusagen so ein bisschen das Gefühl hat, diese Depersonalisation, also gehört meine Hand wirklich zu mir, gehört mein Arm wirklich zu mir, so das könnte theoretisch sein, wäre jetzt nicht so ein schönes Erleben. Beim Nasenspray ist es nicht so, aber jetzt kommen wir jetzt zu der positiven Wirkung nochmal. Also ich habe das jetzt in meine Nase gekriegt, ich fühle mich gut, ich sitze in angenehmer Umgebung. Was passiert denn jetzt in meinem Gehirn als Patient, dass ich mich plötzlich oder nach ein paar Stunden vielleicht sogar schon viel besser fühle? Also bei vielen Patienten ist es so, dass das vielleicht auch eine ganz angenehme Wirkung ist, dass man eben nicht mehr so stark an den Problemen haftet und nicht mehr so in der Grübelei verhaftet ist und so ein bisschen mehr Distanz auch zur Problematik bekommt. Das ist so ein kurzfristiger, eher psychologischer Effekt. Ein mittelfristiger und längerer Effekt ist, dass wir auf der Ebene von Nervenverbindungen untereinander wieder mehr und neue Verschaltungen bekommen. Das ist eine etwas andere Hypothese als das, was man früher hatte von den verschiedenen antidepressiven Medikamenten, die ja sehr auf bestimmte Botenstoffe hinzielten, mehr zu so einer Art Netzwerkhypothese. Also, dass das Netzwerk auch wieder verbessert werden muss und neu aufgestellt werden muss. Also ich habe vorher eine Schleife, in der ich mich quasi immer bewege, so netzwerktechnisch, immer in der gleichen, wie sagt man, wenn man es im Computer ausdrückt, ich bin immer in der gleichen Datei am Rumsurfen und finde keinen Ausgang. Jetzt habe ich aber hier vielleicht eine Möglichkeit, neue Netzwerke zu aktivieren, die dann auch mal einen anderen Blick innerlich auf die Dinge ermöglichen. Kann man das so ein bisschen salopp ausdrücken? Ja, salopp kann man so ausdrücken. Wie es ganz genau funktioniert, weiß man tatsächlich noch nicht. Ja, es gibt dazu einige Hypothesen, aber die führen dann auch wirklich relativ weit. Okay, aber man sagt ja auch immer, wer heilt, hat recht. Also insofern, wenn es hilft, dann ist es ja schon mal in jedem Fall nicht schlecht. Die Nebenwirkungen sind ja auch erträglich, so wie es sich anhört. Kann ich denn davon abhängig werden? Weil jetzt hört man ja auch mal davon, Ketamin, das wird ja auch missbraucht und so. Gut, wir reden ja zwar jetzt vom Esketamin, aber könnte man ja so überlegen, komme ich jetzt vielleicht als Drogenabhängiger auf die Idee, beim Herrn Goldenthal ganz viele Nasensprays mir abzuholen? Was Drogenabhängiger vielleicht schon. Darin ist ja auch begründet, dass wir zum einen das Medikament nicht bei Patienten mit Drogenproblemen anwenden sollten. Das ist so die eine Einschränkung. Und das andere ist ja, dass es nicht auf Rezept einfach ausgegeben wird in der Apotheke, sondern dass das nur im Rahmen von der Behandlung verabreicht wird. Und wenn das in einem kontrollierten Behandlungssetting erfolgt, hat man da mit Abhängigkeiten, also soweit wir das bisher wissen, keine Probleme. Was anderes wäre, wenn ich den Patienten das unkontrolliert mitgeben würde, da würde ich mir schon Sorgen machen. Ja, klar, ich denke, dass ein Sprühstoß auch nicht so eine Wirkung hat, aber wenn man das natürlich jetzt irgendwie in Massen nehmen würde, hat das dann eine andere Wirkung, ne? Nehme ich aber an. Die Dosis macht das Gift, wie es so schön heißt, ja. Okay. Kann ich das denn auch mehrfach machen? Also angenommen, ich habe jetzt schwere Depressionen immer episodenhaft. Jetzt haben Sie mich aus der Episode gut rausgeholt mit Hilfe von einem Antidepressivum und dem Nasenspray. Und jetzt habe ich vielleicht nach 5 Jahren wieder so eine Episode. Kann ich das dann wieder machen oder gibt es da Einschränkungen? Also alles, was bisher bekannt ist, kann man das dann wieder machen. Man könnte dann so eine Behandlung wiederholen. Es müssen dann halt wieder die Indikationen natürlich passen, damit man da auf der sicheren Seite ist. Aber prinzipiell ist das möglich. Es ist auch so, dass bei vielen Patienten, wenn die jetzt diese 4 Wochen Behandlung bekommen haben, danach nochmal eine Erhaltungstherapie angeschlossen wird. Das heißt, dass man dann die Anzahl der Sitzungen pro Woche erstmal in den nächsten 4 Wochen reduziert, von 2 auf 1 Sitzung und danach eventuell sogar noch alle 2 Wochen eine Sitzung durchführt. Es hängt aber tatsächlich davon ab, wie gut der Patient davon profitiert hat, wie gut die Symptome zurückgegangen sind, ob das dann eventuell überhaupt noch notwendig ist. Und jetzt nochmal zu den Kosten. Das hatten wir vorhin ja mal ganz kurz angedeutet. Also da es ja die Zulassung hat und für wertvoll erachtet wurde von allen Gremien, übernimmt das jetzt die gesetzliche Krankenkasse auch oder nur die private? Oder wie ist das mit den Kosten? Das übernimmt sowohl die gesetzliche als auch die private. Sofern die Indikation stimmt, wird das übernommen. Es ist von den Kosten her im Moment noch durchaus teuer. Also ein Spray kostet ungefähr 275 Euro. Wenn man das jetzt aus der eigenen Tasche zahlen müsste, wäre man da bei Behandlungskosten von zwischen 4.400 und 6.600 Euro in diesen 4 Wochen. Wie gesagt, ist zum Glück mittlerweile so, dass das die Versicherungen übernehmen, sofern die Indikation stimmt und
sofern das auch von einem Psychiater oder Psychiaterin verordnet wurde. Okay, da würde ich jetzt noch mal eine Frage stellen, weil wir vorhin von den Infusionen gesprochen haben, die ja Off-Label-Use, also nicht zugelassen wären. Dann müsste man die quasi selber bezahlen, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Oder wie würde sowas gelöst? Weil wenn man das also die gesetzliche würde das sicherlich nicht übernehmen. Also noch mal ein Vorteil sozusagen für das Nasenspray, ne? Also versus Infusionstherapie. Ja. Ja. Mhm. Okay. Genau, Herr Goldenthal, vielleicht haben Sie noch einen Buchtipp für uns, damit unsere interessierten Hörer sich ein bisschen weiterbilden können. Buchtipp. Also ein Buchtipp in dem Sinne nicht. Die Literatur, die es bis jetzt so wirklich als Buch dazu gibt, ist meistens englischsprachig und teilweise auch nicht besonders hilfreich, finde ich persönlich. Es gibt aber Veröffentlichungen, ja. Zum einen jetzt aktuell aus diesem Jahr aus der Zeitschrift Nervenheilkunde. Das ist ein Artikel von Schüle, Köller und Herwig. Und zwar geht es darum, die Substanzen Ketamin und Esketamin, und zwar die antidepressiven pharmakologischen Effekte und um augmentierte Psychotherapie. Und das finde ich total interessant. Also diese Kombination auch Esketaminbehandlung und Psychotherapie. Und das andere ist ein Artikel aus der Psych Up to Date aus dem Jahr 2023. Und da geht es tatsächlich um die Ketamin-Infusionstherapie. Da wird das auch so ein bisschen Schritt für Schritt erklärt. Vieles davon ist vielleicht für uns nicht relevant bei dem Nasenspray, aber manches ist dann doch sehr ähnlich. Gut, das ist sehr interessant. Vielen Dank. Und jetzt vielleicht noch eine Studie oder ein Review zu dem Thema, bitte. Tipp aus unserem Wissenschaftskontor. Ja, da würde ich tatsächlich die Zulassungsstudie erwähnen, die auch bei dem gemeinsamen Bundesausschuss dazu geführt hat, dass die Empfehlung ausgesprochen wurde. Das ist die ESCAPE-TRD-Studie. Und da wurden die Patienten auch bis zu 32 Wochen weiter beobachtet. Und der Vergleich wurde zwischen einem Antidepressivum plus Quetiapin gegenüber Antidepressivum plus Esketamin-Nasenspray gemacht. Und da hatte tatsächlich das Esketamin-Nasenspray deutliche Vorteile in der Augmentation gegenüber dem Quetiapin. Okay, das ist jetzt mehr für die interessant, die Quetiapin kennen. Aber es ist sehr spannend, da sieht man zumindest, dass es eine Studie dazu gibt. Und jetzt kommen wir doch noch mal zur persönlichen Frage. Wir hatten sie ja schon mal in unserem Podcast. Wen das interessiert, der kann da natürlich reinhören. Zum Thema Zwangsstörungen und Zwangsgedanken haben wir darüber mit Herrn Goldenthal gesprochen. Da haben wir schon was erfahren, aber jetzt bin ich neugierig, ob wir noch was über Sie erfahren dürfen, Herr Goldenthal. Persönliche Frage. Naja, eine Sache davon würde ich nochmal aufgreifen. Und zwar, ich hatte ja da erwähnt, dass Fotografie eins meiner Hobbys ist und ich das gerne auch so ein bisschen mit in die Arbeit integrieren würde. Und das habe ich hier mittlerweile auch zumindest in kleinen Bereichen geschafft. Das heißt aber nicht, dass Sie Ihre Patienten fotografieren, nehme ich an, sondern dass Nein. Sie mit den Patienten was fotografieren. Genau, die Patienten fotografieren wir nicht. Aber die Patienten haben dann die Möglichkeit, auch interessante Fotos zu machen. Okay, sehr schön. Dankeschön. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Und vielleicht machen wir wieder einen Podcast. Mal schauen. Dankeschön. In unseren Kliniken für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie sind wir in Hamburg, Frankfurt am Main und an der Ostsee für Sie da. Und Sie finden uns unter www.blomenburg.com.